Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077, dem DLC Phantom Liberty. Und Leute, ich habe dran gedacht, ich habe nachgeschaut. Und wisst ihr was? Ich lag gar nicht so falsch. Wir sind auch schon fast in der Nähe. Ich habe ja gesagt, das muss hier irgendwo in der Mitte sein, ne? Und ich hatte ja schon mal hier so auf das Ding da auch geschaut und es ist tatsächlich hier irgendwo. Also Leute, ich war gar nicht so verkehrt mit meiner Vermutung. Ich bin dann zwar nicht hingelaufen, weil ich dann wieder vom Weg abgekommen bin, aber ich war nicht so falsch gelegen. So, das wollte ich jetzt mal kurz mit euch teilen. Ja, weil jetzt fragen sich manche wahrscheinlich, hä, von was redet die Bina? Entschuldigung, ich habe vergessen, den Rest mit abzuholen. Ich habe gesucht nach, es gibt drei Orte mit erhöhter Kriminalität. Und dafür gibt es dann auch eine Trophy, glaube ich. Ich glaube, das ist dann die Trophy, wenn man die gemacht hat. Und zwei haben wir schon gefunden und ich habe nach dem dritten Ort gesucht. Und ich habe den dritten Ort gefunden. Und ich habe vorher schon mal vermutet, Kragen. Dass der da ist. Und hier? Und wir gehen jetzt mal kurz hier so runter. Ach, das ging ja ganz gut. Und ich hatte recht. Er ist da irgendwo. Ich bin da, glaube ich, auch schon mal hin und bin dann irgendwie vom Weg abgekommen. Und, ich glaube, ich habe beim Taggen zu viel eingeatmet. Aber jetzt finden wir da hoffentlich irgendwie hin. Warte mal, wir müssen da irgendwie höher. Warte mal. Wo sind das hier? Wo sind wir denn? Wir müssen dahinter. Können wir hier durch? Nee. Ist wieder was abgestürzt. Wir ignorieren es. Ich habe es gesehen. Da hinten liegt es, aber wir wollen jetzt zu dem Ort. Wiener wird sich jetzt mal nicht ablenken lassen. So, wir werden jetzt mal straight dahin gehen. Ganz untypisch, aber wir machen das jetzt. Machen wir was Neues. So, da oben. Seht ihr, ich war doch schon hier, ne? Also, aber irgendwie bin ich dann irgendwie falsch abgebogen. Ich bin in die falsche Richtung abgebogen. So, irgendwo da muss es sein. Irgendwo hier. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich war ja hier, ne? Da bin ich hochgeklettert. Und hier irgendwo muss es nämlich sein. Also ich war fast da in der Nähe. Und dann bin ich aber irgendwie abgekommen. Oh, oh, nicht gut. Oh, was sind das? Hallo? Also okay, ich bin jetzt mal wieder kurz vom Weg abgekommen, aber ich muss jetzt mal kurz gucken, was das ist. Huch! Warum sind die jetzt hier gleich so aggressiv? Ach, da unten. Oh, fuck! Kämpf weiter! Da ist doch niemand mehr, der kämpfen kann. Oh. Hier kommen die mir bekannt vor. Wer ist denn das? Oh. Kataya, mehrere Schüsse. Hat. War das nicht die? Oh, warte mal. Warte mal, bleib mal stehen. Das wäre sehr schön. Kann ich dich besser treffen, danke. War das nicht die, die wir da aus diesem Ding befreit haben? Mit den Spionen? Wo wir dachten, das wäre der andere? Und dann war die das? Warte mal. Finde ich jetzt da noch diesen Splitter? Sorry, wir müssen jetzt mal kurz, ich weiß, gerade noch habe ich gesagt, straight away, ich lasse mich nicht abbringen. Ja. Ja, ich habe gelogen. Beziehungsweise kam dann halt was anderes dazwischen. Aber man muss halt mal gucken. Aber ich glaube, das hat ja, ne? Das ist jetzt auch irgendwie anders. Das war vorher irgendwie anders. Oh shit, finden wir das jetzt noch? Katja. Was ist das? Nee. Ich hätte hier gleich drauf drücken sollen. Das vergesse ich immer. Ich bin ehrlich, ich vergesse das immer.
Ist es die? Nee, Kataya. Kataya, ich hab mich schon das Gerücht ge... Ach, shit, ey. Schau mal, wie viel... Mit dies Ding, wie viel Splitter ich da drin habe. Das finde ich ja niemals. Die ich alle noch nicht gelesen habe. Verdammt. Shit. Nee. Ach, das habe ich jetzt wieder nicht so gut gemacht. Ach, da können wir noch irgendwas hacken. War das das? Nee, ne? Ich hack das mal. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das das ist. Ach nee, das ist das vom Bruder von der Hannah. Das hatte ich schon mal irgendwann gelesen. Wie hießen die hier? Doch, Kataya. Vielleicht ist es... Oh, da, warte mal. Hier. Habe ich es nicht genommen? Ah, hier. Ich habe es anscheinend nicht genommen. Hilf mir, bitte. Du solltest mich nicht kontaktieren. Die wollen das alles vertuschen. Alle Leute, die etwas mit Barnas Verhören zu tun hatten, verschwinden langsam. Du weißt schon, dass er das, das gesagt hat, dass er ein brasilianischer Agent ist. Beim Verhör, du weißt schon, dass es niemand interessiert. Du hast dem Verhör teilgenommen. Du weißt, dass ihr alle ihn getötet habt. Wir alle? Solvoy. Ich habe für den Befehl von Solvoy gefolgt. Offizielle Befehle. Bitte, du weißt doch, dass Solvoy offiziell gar niemanden verhört. Und sie lassen auch ausländische Agenten ermorden. Erst recht nicht Agenten von Nation, mit denen Solvay gerade wichtigen Verhandlungen führt. Erspar mir dieses Business-Scheiß und hilf mir. Schick mir die aktuellen Aufnahmen, dann komme ich zu dir. Echt jetzt? Na, heruntergeladen. Mann, bist du da? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe deinen Standort, deinen Vorgesetzten weitergeleitet. Fick dich, es tut mir leid. Das war, glaube ich, die, oder? Das war das. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Leute, aber ich glaube, das ist dieses Dschungelspionen, hieß da die Mission, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist der nicht gut bekommen. Ich habe da bestimmt nichts mit zu tun. Will ich jetzt mal hoffen. So, verdammt. Wo war denn das jetzt mit dem Ort der erhöhten Kriminalität? Das hat jetzt zwar dann, glaube ich, nichts mit zu tun. Aber da... Es sind so viele und es ist komisch, wenn da so viele sind. Da ist, glaube ich, irgendwas. Gut. Vorsicht, oh. Warte mal kurz. Ist da noch einer? Nö, ne? Die hat es aber schön dahin platziert. Nee, ach, wo war denn das? Das war aber hier irgendwo in der Nähe. Ich habe natürlich, ich wollte nicht so weit gucken, ja, aber ich wollte mich jetzt da natürlich nicht spoilern lassen. Ich wollte nur gucken, wo das überhaupt ist in der Nähe, aber ja, ne, super. Habe ja nicht so richtig geguckt. Hätte ich mal besser gucken müssen. Naja. Ah. Kann das mal bitte hier einfach auf der Karte erscheinen? Das wäre sehr toll. Aber das war irgendwie genau... Nee, ich glaube, ich bin ein bisschen... Na, hier so war das irgendwo. Ich bin schon wieder falsch. Muss wieder weiter rüber. Sah das so aus. Da ist er! Seht ihr? Ich habe ihn gefunden. Wenn man gleich mal richtig guckt, dann wird das auch was. So. Ich glaube bloß, es meint doch. Das wird jetzt halt wieder wild, ne? Weil das sind viele. Wieder. Aber ist ja egal. Ach, das sind auch die Voodoos. Ach, die Voodoos da.
So. Dafür, dass ich so ein tolles Eis habe, ne, können die mich trotzdem irgendwie alle rückverfolgen. Ach so, jetzt ist mein Ding leer. Das ist ja schön. Oder auch nicht. Wo kam der hier runter? Was für ein Ding? Ja. Kannst du mal stehen bleiben? Dann kann ich dich besser treffen. Der trifft eher mich, als dass ich ihn treffe, ne? Naja. Ich bin nicht der beste Schütze. Ich bin halt ein Hacker. Lass mich mal kurz halten. Assassine. Mhm. Das war auch voll geheim. Also so voll aus dem... Ne, der hat mich ja kaum gesehen. So wie sneaky peaky ich da unterwegs war. Ja. Nicht natürlich. Oh, wir haben irgendwelche geheimen Daten. Komm, ich mache jetzt... Oh. Sicherheit hacken. 1, 5, 5. Ah, das wird wahrscheinlich jetzt nichts, ne? Ah, jetzt muss ich wieder von vorne, das wird nichts. Warte mal, wenn ich abbreche, glaube ich, kann ich nochmal. Das war nicht gut gelegen, Leute. Okay, ist jetzt auch nicht besser. W1C, BD. Doch, das ist besser. Flugbericht, letzter Ping in Terra Cotica, optionale Gebäude, Flughöhe wird verringert, 13 Mitglieder der Gruppe, Scavenger, 5 Handfeuerwaffen, 10 Kufe abgesendet, Gürt erhöht, MP-Granate, blub. Okay. So, lag da noch Loot? Nee, hier innen lag noch Loot. Aber vielleicht können wir die jetzt dann gleich nochmal hacken. Und, aber jetzt muss ich erstmal looten. Ich muss erstmal looten, das ist das Wichtige. Ah, hier geht's weiter. Wahrscheinlich. Haben wir alles? Nein, da oben ist noch was. Ah, hier ist auch noch voll viel. Da sind wir welche. Weil wir reden. Ah, guck mal, hier oben ist auch noch was. So, können wir uns hier oben verstecken? Können die jetzt Kamerasteuerung übernehmen? Können jetzt nochmal... Ah, da gibt es so eine Kamera, einige Kameras. Können wir jetzt wieder ein bisschen hacken? Ja. Das ist ein großes Areal, ne? Da haben wir einiges hier zu machen. Hier ist auch irgendeine Special-Tür. Ne, und hätte die Binat vorher nicht rumgebumbelt, dann hätten wir wahrscheinlich das easy peasy geschafft. Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt gar nicht in einer Folge. Naja, kann mal passieren. Da ist noch einer. Hallo, ich hab dich doch gerade im Visier gehabt. Nehmen wir halt den. Jetzt habe ich doch gerade meine Cyberdeck über... taktet. Was sind das da hinten? Oh, guck mal, der ist bestimmt toll. Ist bestimmt irgend so ein ganz fancy, wichtiger Typ. Ist ja gut, wenn wir den schon vorher ausschalten. Kann ich nicht mehr ausschalten. Doch, jetzt. Machen wir einfach hier durch die Kamera. So spielt man das am besten. Einfach. Oh, ich glaube, ich bin irgendwo erkannt worden.
Oder? Nö. Warum geht das jetzt nicht mehr weg? Ich bin jetzt in der Cyberpsychose. Oh, das müssen wir später lesen. Unser... ich glaube, wir haben einen neuen Freund. Aber machen wir später. Jetzt machen wir jetzt Concentration. Ah, jetzt geht's Gott sei Dank weg. Ich habe jetzt schon gedacht, wir müssen jetzt die ganze Zeit in dem Modus bleiben, ey. Das wäre belastend gewesen. Ey, ich mag nicht das voll, die Sprache. Also, das ist wirklich Französisch, ne? Ich habe keine. Ich habe keine Speicherpunkte mehr. Vous m'êtes venu. Moi pas faire rien. Oh ja. Oh Gott, hier ist so viel zum Looten, Leute. Das stresst mich total. Oh Gott, und guck mal, hier sind voll die Wanddinger und da ist bestimmt irgendwas, wenn da alles so verschuttet ist, oder? Da ist doch hier bestimmt irgendwas. Da ist doch bestimmt irgendwie voll der Mega-Loot drin. Also wenn da jetzt nicht voll der Mega-Loot drin ist, dann weiß ich auch nicht. Leute, dann. Da ist auch noch hier Dingsbums. Haben wir jetzt gefunden. Naja. Und hier ist gar nichts gewesen, oder was? Ernsthaft? Ich fühle mich vergackeiert. Wäre vielleicht der Sneaky Peaky Lake hoch rein gewesen, oder was? Wo ist er denn? Hey, Lady. Da. Ui, so ganz schön. Huch, jetzt. Foot tonnerre! Oh. Oh! Ah. What? Oui, la. Huch! Huch! Der ist jetzt aber etwas nah gewesen. Da hinten ist noch irgendeiner. Ach, da ist dieser. Oh. Special-Typi. Hier ist noch irgendeiner. Okay. Hab dich gesehen, Junge. Du musst doch so viel looten. Kann ich wieder übertakten? Kann ich wieder hacken? Habe ich wieder Speicherkapazität? So, warte mal. Herr Mister... Wieso ein Schwimmbad sehe ich jetzt gerade erst? Oh Mann, ey. Alle haben das wahrscheinlich schon gecheckt. Wir probieren das natürlich. So, der Herr Ion. Müsste jetzt mal umfallen. Also viel, wie ich da schon reingehackt habe. Müsste er jetzt mal umfallen. Ich glaube, das geht von meiner Lebensding hier bald. Ich bin bald platt. Weil bin ich eher hin als der? ...71% sehe ich jetzt erst hier oben im Target. Sei auch erst so ehrlich gesehen. Cool on, get my mom. Ich muss noch so viel looten. Warte mal. Oh, der kommt da hoch. Oh. Ah. Komm mal. Okay. So. Leute. Aber kann ich mit der... Kann ich mal jetzt hier ein bisschen schnipern? Weil ich mache das auch voll gerne.
Gleich erwischt, ne? Sehr gut. Ich sehe es zwar nicht richtig, aber... Der ist irgendwie weit hinten, ne? Den werde ich nicht kriegen. Wir looten erstmal. So viel Zeit muss sein. Und dann, kümmern wir uns um den Typi da. Oh, da oben ist auch noch Loot. Wir müssen alles mitnehmen. Man weiß nie, ne? Und wir können es ja verkaufen. Und wir brauchen Eddies. Und die Relic-Daten holen wir uns jetzt gleich mal. Bald haben wir alle voll. Ich glaube, wir brauchen nur noch eins dann, ne? So. Lady, hast du was für mich? Sehr schön. Da unten ist auch noch voll. Da müssen wir auch noch runter. Da ist mir auch noch voll des Zeugs. Okay, aber vielleicht machen wir erstmal das da unten, weil dann kommen wir hier anscheinend in einen anderen Bereich. Oh, guck mal, hier können wir auch noch was hacken. Wir nehmen jetzt alles mit. Dafür ist es ja da. Okay, BD 1C. BD 1C in 9,55. BD 1C in 9,55. Ja. Gib mir Eddies. Hab ich Eddies bekommen? Nee. Doch, 5000. Oh. Irgendwas hat mich entdeckt. Arriba, arriba. Ja, ja. Gleich. Ich komme gleich zu euch. Keine Angst. Huch. Ach, das ist die. Guck mal. Die Lady. Das ist eine Lady. Oh, die macht gut Schaden. Und steckt unglaublich viel ein. Okay, ob das jetzt mit der Schneiber da auf die Interne, also auf die sehr nee. Lieber, lieber, du. Das war gut. Da ist er weg. Da ist er gleich mal weg. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier ist. Nehmen wir das mal. Die haben so süße... Sieht immer aus wie so kleine Bienen. Ja. Oh, alles mitnehmen. Alles mit dem, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, da kommst du schon wieder. Nina, Nina, Nu. Wo ist er denn? Boah, du... Dulle. Ich bin am Looten. Ich komme gleich zu dir. Keine Angst, Madame. Oh, jetzt ziemlich gehackt, ey. Dafür, dass ich Eis hab und so voll der Mega-Hacker bin, ey. Klappt es richtig gut, ey. Nicht. Was ist er denn jetzt?
Sitzt da hinten. Pange pichtie, Puyo! La justice pour nous! Da hinten hockt sie, ne? Ah, habe ich jetzt alles hier gelootet? Die macht mich ganz... Nee, hier liegt noch was. Macht mich ganz kirre, die Frau. Aber ich glaube, jetzt habe ich hier alles gelootet. Ne, ja, weil das ist wichtig. Hier nichts verkommen lassen. So. Ach, guck mal, hier ist auch wieder der Tod. Hä, wo ist er denn jetzt, Madame? So. Das macht ihr aber, glaube ich, echt nicht so viel aus, ne? Die ist, glaube ich, sehr immun gegen mein Hacking. Ich glaube, da ist die gute alte... Der hackt mich da hinten. Ein Stress hier. Da war irgendein Geräusch jetzt ganz nah an meinem Kopf. Deswegen hat mich das gerade so irritiert. So. Jetzt machen wir mal kurz einen Prozess hier. Wie klingt das immer nach, irgendwie so einem Mittag, nach so einem Dessert oder so, wenn die das ausspricht. Ach, hier ist noch einer. Musst du wieder so lang auf. Okay, ich bin natürlich nicht geskillt auf Waffenkampf. Gebe ich ja zu. Hubala. Ist denn die? Haha. Entschuldigung. Aber ich freue mich immer, wenn ich Kopfschüsse mache. So. Madame, ich habe jetzt, glaube ich, aufgeräumt. Du bist noch über. Irgendwo hier muss es sein. Huhu, wo bist du denn? Ach, irgendwo da unten, ne? Da. Ah! 6% hat sie noch. Leute. Futterne! Oh, 3%. Ey, die Frau ist hart wie Kruppstahl, ey. Jetzt. Holy moly, und ich habe die Errungenschaft Tag des jüngsten Gerichts freigeschalten. Yeah, Leute. Oh, das war jetzt ja eine Geburt, ne? Ja, wir werden jetzt gleich ein bisschen über die Zeit kommen, weil ich muss noch looten, aber so viel Zeit muss sein. Es tut mir leid, aber also looten müssen wir jetzt schon noch. Vielleicht sind hier noch ein paar, weiß ich nicht. Aber wir müssen jetzt, das machen wir jetzt auch fertig. Dann ist die halt jetzt ein bisschen länger. Ist halt so. Dann haben wir jetzt auch den dritten Ort abgeschlossen. Yippie, yippie. Und dann wird ja sich jetzt mal bald Herr Reed melden. Hopefully. Ach, guck mal, da unten ist, glaube ich, dieser Geheimraum. Wo wir jetzt die Zugangsdaten für bekommen haben.
Den man schon auf der Kamera gesehen hat, der so eine goldene Umrandung hatte. So, aber jetzt müssen wir erstmal alles looten. Weil das können wir dann alles verkaufen und dann haben wir wieder Money und dann können wir wieder sinnlos einen anderen Scheiß kaufen. Yeah! Es lebe der Materialismus. Oh mein Gott. Ach, und dann will ich noch die Nachricht lesen, aber das können wir uns das nächste Mal lesen. Die wir bekommen haben. Von jemandem. Jetzt habe ich ganz viele Nachrichten. Scheint gerade Netz. Ich hatte vorher wahrscheinlich kein Netz hier unten. Und jetzt scheine ich gerade wieder in den Netzbereich zu kommen. Und jetzt kriege ich hier Nachrichten ohne Ende rein. Ey, da oben ist doch bestimmt auch noch was. Gut. Also, wenn ich Entwickler wäre, würde ich nämlich da oben was verstecken. Naja. Date war jetzt aber nicht so. Okay. Ah, wow. Ich hätte da schon was Cooles versteckt, ja? Nicht so was Popeliges da. So. Hier ist der mega geile Raum, Leute. Oh, warte mal. Achso. Eddies! Das ist schon Geld. Geld ist immer gut. Naja, es war jetzt nicht so viel, aber egal. Das war's jetzt, oder was? Ich glaube, bei dem anderen gab es wenigstens eine ikonische Waffe. Ah, hier. Ja, das war jetzt ja auch nicht irgendwie, also. Wow. Also der lohnt sich mal nicht so. Schön hier die Kerzen, ne? Also, habe ich irgendwas Wichtiges übersehen oder so? Nö, ne? Ja, das war jetzt haben wir schon mal besser gehabt. Da oben ist einer. Ah, da ist noch ein Heckzugang. Nehmen wir doch auch mit, da oben liegt auch noch irgendwas. So, E9 BD. E9 BD. 1C 55 7A 55 7A 1C FF. Okay. Oh Gott, habe ich das jetzt. Ja! Da hast du das immer so im Kopf und dann machst du das und dann hast du vergessen, wo die Line war. Aber wir haben's. So, hier war noch einer. Huch! Vor lauter Euphorie will er wieder runtergefallen. Das haben wir, glaube ich, alles gelootet, oder? Ist hier noch irgendwas? Nachrichten? Georgina Zembitsky an Io Zarina. Hey, ich bin die Woche in Heavy Hurts. Könntest du und deine Crew für mich die Leute überprüfen, mit denen ich mich treffen werde? Hier ist die Liste. Jake Haynes, Ellie Walsh, Hassan Demir. Hassan? Ist das unser Hassan? Ich weiß nicht mehr. Laila Greer, Alexander Stephenson, Parcel McCormick.
Gory. Ich interessiere mich für ihre Aktivitäten im lokalen Subnet, Biodaten und jegliche Konzernverbindungen. Ein bisschen spät jetzt, aber egal. Okay. Aber jetzt auch nichts Interessantes. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nichts mehr. Oh, hier. Okay. Nur Komponenten, aber wir nehmen alles mit, was geht. Perfekt, dann haben wir jetzt den Ort auch abgeschlossen, ihr Lieben. In der nächsten Folge lesen wir mal die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben. Und vielleicht tun sich da nochmal neue Wege auf. Also ich gucke jetzt nochmal, wenn wir hier rauslaufen, ob hier nochmal irgendwo was ist. Aber ich glaube nicht. Wir waren, ich glaube, gründlich. Aber hier könnten wir nochmal gucken. Hier waren wir noch nicht. Das machen wir noch schnell, weil ich sehe hier Loot. Wow, das ist ein gruseliges Gemälde. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ah, und dann kommen wir hier lang. Okay. Da waren wir. Okay. Dann haben wir jetzt alles abgegrast. So, ihr Lieben. Hier war's. Perfekt. Dann war ich fast das letzte Mal gar nicht so falsch. Ich bin dann vom Weg abgekommen. Naja, dann haben wir das auch gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, über Kommentare freue ich mich sowieso immer. Dankeschön für eure Zeit und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.